Georg R., der Amokläufer von Ansbach. Mitschüler beschreiben ihn als Außenseiter, ruhig, zurückhaltend. Damit passt er für Experten ins Täterprofil. Sie sind männlich, sie sind isoliert, sie haben in der Schule mehr unter Versagen gelitten und sie haben wenig soziale Anerkennung. Und das ist, denke ich, eine der Hauptschwierigkeiten. Wir müssten mehr Gelegenheiten schaffen, dass man soziale Anerkennung findet. Was kaum einer wusste, Georg R. befindet sich seit längerem in psychotherapeutischer Behandlung. Er hat seine Tat offenbar geplant. In diesem unscheinbaren Mietshaus finden die Ermittler in Georgs Zimmer Briefe, wo von einer bevorstehenden Apokalypse die Rede ist. Der 18-Jährige verletzt bei seinem Amoklauf im Gymnasium Carolinum 9 Menschen, 2 davon schwer. Stilles Gedenken am Tag danach. Am Gymnasium Carolinum in Ansbach sitzt der Schock über den Amoklauf tief. Der Unterricht fällt aus. Schüler und Lehrer werden in der Schule von Seelsorgern und Psychologen betreut, um das Geschehene aufzuarbeiten. Das ist sehr vielfältig. Es ist ganz individuell. Es kommt auf die Lebensumstände der Schüler an. Also die Angstgefühle sind natürlich in erster Linie da. Georg R., 18 Jahre, Abiturient an der Schule. Vor seiner Tat soll er wegen psychischer Probleme in Behandlung gewesen sein. Er hatte am Donnerstagmorgen mit einer Axt, Messern und 2 Brandsätzen bewaffnet das Gebäude gestürmt und 8 Mitschüler und einen Lehrer verletzt. Ein Mädchen aus der 10. Klasse schwebt noch immer in Lebensgefahr. Auch Georg R. liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Er war bei seiner Festnahme von Polizisten angeschossen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gestern bereits das Zimmer des Beschuldigten in dessen Wohnhaus durchsucht. Bei der Durchsuchung wurden auch Briefe des Beschuldigten gefunden, die Rückschlüsse darauf geben, dass er die Tat geplant hat. Unter anderem war dort von einer Apokalypse die Rede. Früher oder später wird Georg R. Staatsanwälten, Richtern, aber auch Psychologen Rede und Antwort stehen müssen. Experten erhoffen sich daraus Rückschlüsse, um mögliche Täter in Zukunft rechtzeitig zu erkennen. Ob sich derartige Attacken aber verhindern lassen, ist mehr als fraglich. Hundertprozentige Sicherheit an einer Schule, an der immer Hunderte oder Tausende von Personen jeden Tag unterwegs sind, kann weder die Schule noch die Sicherheitskräfte nicht garantieren. Aber das, was sich gezeigt hat, aufmerksam sein, wenn so ein Fall eintritt, die entsprechenden Übungen, der Kontakt zwischen Polizei, zwischen Sicherheitsbehörden und den Schulen, um dann entsprechende Abläufe ins Werk zu setzen, das ist auf dem Weg und ich kann nur der Appell an die Schulen gehen, das natürlich soweit als möglich ein zweites, drittes Mal zu aktualisieren, wie es eben seit dem Frühjahr diesen Jahres geschehen ist. In Ansbach geht derweil die Aufarbeitung des Anschlags weiter. Etwa ein Fünftel der Gymnasiasten hat bislang die angebotene psychologische Hilfe in Anspruch genommen.